Heute habe ich den SodaStream Crystal 2.0 Wassersprudler bekommen, den ich jetzt mal mit euch gemeinsam hier auspacken möchte. Lieferung erfolgt via DHL. Paket war schon mal gut verpackt. Bestellt hatte ich den übrigens bei Check24. Lieferschein. Tja, die eigentliche Produktverpackung. Umfang, wie man sieht, neben dem SodaStream zwei Gläser, zwei Karaffen und ein paar Sirupproben. Oben noch ein Griff dran am Karton. Innen sieht es dann so aus. Oben auf sieht man die Gebrauchsanweisung, die lag gleich da. Und da sind dann gleich noch ein paar Bilder, wie man zum Beispiel diese Kartusche ersetzt, die mit der Kohlensäure. Was ist jetzt enthalten? Auf jeden Fall eine Kohlensäurekartusche für 425 Gramm Inhalt. Der reicht für ca. 60 Liter. Kann man in vielen Geschäften austauschen bzw. dort wieder befüllen lassen. Hier bei uns in Magdeburg gibt es einen Händler, der bietet die Befüllung für 5,40 € an. Das ist ein sehr, sehr guter Preis. Ansonsten Kaufland, DM, Rossmann bieten Möglichkeiten, dort die entsprechenden Kartuschen zu tauschen, leere abgeben, dafür eine neue mitnehmen. Kostet um die 8 Euro. Das ist also schon mal die Kartusche. Ebenfalls enthalten zwei SodaStream Wassergläser aus Glas. Sehen ganz schick aus. Die Verpackung der Gläser. Dann eine Glaskaraffe. Noch eine Glaskaraffe. Das ist der Unterschied zu dem günstigeren SodaStream, denn der Crystal 2.0 wird mit Glasflaschen geliefert. Der billige SodaStream, den man so für um die 40, 50 Euro bekommt, hat Plastikflaschen dabei. Aber irgendwie alle, die ich dazu befragte, sagten, nimm den mit den Glasflaschen. Das Wasser schmeckt da besser draus. Und ja, die dürften noch länger halten. Und länger schön aussehen. 0,6 Liter passen da in eine Flasche. Zwei Flaschen, 1,2 Liter, reicht für mich alleine vollkommen aus. Man kann die Flaschen aber auch noch nachkaufen. So, und das ist das eigentliche Gerät. Der SodaStream Crystal 2.0. Alles noch schön zugeklebt. Hier unten in diesem Metallbehälter füllt man die Flasche ein, die man befüllen möchte. Hier hinten, hier oben, wird Kohlensäure Kartusche eingefüllt. Sieht doch soweit ganz gut aus. Tja, SodaStream Crystal 2.0 Wassersprudler. Der wird bei mir dazu auch dienen, dass ich nicht mehr ständig die ganzen Plastikflaschen schleppen muss. Ist also auch aus Umweltgründen sicherlich zu empfehlen, so ein Wassersprudler. Geld werde ich dafür nicht sparen, aber alleine schon die Schlepperei fällt weg.
weniger Plastik, gut für die Umwelt. Und dafür ist der Sodastream Christian 2.0 wirklich gut geeignet. Und immer frisches Mineralwasser oder auch Limonaden oder Cola. Und man hat eigentlich immer was im Haus. Tja, soweit erstmal das Unboxing-Video vom Wassersprudler von Sodastream. Später wird es dann sicherlich auch noch einen Erfahrungsbericht geben, wie sich das Gerät bei mir im Alltag schlägt.